Wird Beamen für immer Fiktion bleiben? Beamen, also die Auflösung eines Körpers und die spätere Ankunft dieses Körpers in genau der gleichen Struktur, wie man ihn aufgelöst hat, da sehe ich ehrlich gesagt ganz schwarz. Denn das ist mit Problemen verbunden, die wir also nur am Rande eigentlich nur verstehen. De facto können wir es ganz, ja, wie soll ich sagen, werkstattmäßig sehen. Mit was haben wir es zu tun? Nun, wir haben es zu tun mit einer Kohlenstoffeinheit, sagen wir mal, von einer mittleren Gewicht von in der Nähe von 100 Kilogramm. Nun, das heißt also, wir haben so 10 hoch 26, 10 hoch 27 Teilchen. Und die sind in ganz bestimmten Strukturen angegeben, in ganz bestimmten molekularen Strukturen. Und daraus ergibt sich die Informationsmenge. Und damit, ich meine jetzt nicht die gedankliche Informationsmenge, sondern das, was haben wir denn? Ja, wir haben also so und so viele Teilchen. Wir wollen von jedem Teilchen den Zustand X, Y, Z, also Höhe, Länge, Breite, wo ist das Teilchen? In welchem Zustand befindet sich das Teilchen? Also dreht es sich in die eine Richtung oder dreht es sich in die andere Richtung? Zu wem gehört das Molekül eigentlich? Wohin? Ist es Leber, Niere oder Herz oder Lunge oder Matsch oder irgendwas? Und all das auf einmal schlagartig soll irgendwie abgearbeitet werden und komplett irgendwo anders wieder aufgebaut werden. Das ist also rein informationstechnisch schon ein ziemlicher Aufwand, über den ich nicht weiter reden will, weil die Datenmenge, die da anfällt, ist so gewaltig, dafür gibt es keinen Computer. Noch nicht mal ein Planet könnte das so ohne weiteres schaffen, wenn es ein Planet der ganze Computer wäre. Das wirkliche Problem besteht in der, ja, wie soll ich sagen, Gnadenlosigkeit der Naturgesetze. Die Auflösung nämlich von atomaren Strukturen, also fangen wir an mit dem Molekül, das ist noch ganz angenehm. So ein Molekül kann sich schon mal auflösen bei einigen 100 Grad, dann fliegt das auseinander. Denken Sie nur dran, wenn Sie 42 Grad kriegen, dann fangen Ihnen in Ihnen die Eiweißmoleküle an, sich aufzulösen. Also wenn es zu heiß wird, dann fangen Moleküle an, sich einfach in ihre Einzelteile aufzulösen. Und das kann man richtig schön runterrechnen beim Beamen. Wenn man einem Atom auch noch die Elektronen entziehen will, weil das muss ja auch noch weg, und den Atomkern auch noch auflösen will, der muss ja auch aufgelöst werden, dann ist man relativ schnell bei Temperaturen in der Nähe von einigen Milliarden Grad. Und das ist schon ziemlich heiß. Das ist so heiß, dass zum Beispiel etwas passieren kann, was nicht passieren sollte, wenn man jemanden wieder aufbauen will, dass man nämlich Informationen verliert einerseits und das andere ist dieses Doofe. Ich kann doch mal eine Formel nennen in so einer Sendung. Das Doofe E gleich mc Quadrat. Ja, das, wenn man einen Körper tatsächlich so aufheizen würde, dann könnte aus der Energie, die man dafür verwendet, könnte auch Materie und Antimaterie entstehen. Das heißt, beim Wiederaufbau an der anderen Stelle käme unter Umständen gar nicht das raus, was man hier aufgelöst hat. Da käme was ganz anderes raus. Möglicherweise würde einfach nur ein riesengroßer Gammablitz entstehen, das wär's. Also summa summarum ist dem Beamen keine besonders gute Zukunft vorherzusagen. Da wird nichts passieren. Es gibt heute Experimente, wo man gewisse Zustände von einem Punkt zum anderen bringen kann. Aber keine Moleküle. Und schon gar keine komplexen Moleküle. Und auch keine Moleküle, die anfangen, sich zu bewegen. Die anfangen, was zu wollen, so wie wir. Die anfangen, was zu denken. Das alles steht uns nicht zur Verfügung. Dafür gibt es keine Möglichkeit. Also summa summarum muss man einfach sagen, Beamen ist nett, wäre auch schön, wenn es ginge, aber scheint nicht zu funktionieren. Überhaupt nicht. Und warum nicht? Weil die Naturgesetzlichkeit in unserem Kosmos so absolut gnadenlos ist. Wenn die Naturgesetze, mit denen wir ja zum Beispiel auch Geld verdienen, tatsächlich überall im Universum gültig sind, und davon müssen wir ausgehen, dann wird es mit den Beamen nichts werden.